Bloß eine Perle an der Wolga. Bloß, einer der schönsten Städte an der Wolga, liegt in einer malerischen Landschaft mit vielen kleinen Hügeln. Ihre Hauptstraßen laufen am Fluss entlang und auf den natürlichen Anhöhen stehen zahlreiche Kirchen. In Bloß fühlt man sich ins 19. Jahrhundert zurückversetzt und versteht, warum Künstler sich hier zur Sommerfrische einfanden. Bloß wurde erstmals in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts urkundlich erwähnt, als der Ort von tatarischen Truppen zerstört wurde. Als Gründungsjahr gilt das Jahr 1410. In dem Jahr wurde Bloß als Festung zum Schutz von Kostroma und Moskau von dem Fürsten Wassili, dem Sohn des Moskauer Großfürsten Dmitri, errichtet. Bloß entwickelte sich im 17. Jahrhundert zu einem Zentrum des russischen Getreide- und Fischhandels. Später verlor die Stadt aber ihren Reichtum. Im 19. Jahrhundert wurde Bloß von Künstlern entdeckt. Eben in dieser Zeit verweilten hier häufiger der Maler Isaac Levitan und sein Freundeskreis. Die Motive aus Bloß finden sich in vielen Werken Levitans wieder. Levitan malte in Bloß fast 200 Gemälde und Etüden. Eines der bekanntesten Werke von Levitan über der ewigen Ruhe entstand auf einem Berg, der heute seinen Namen trägt. Auf diesem Berg findet man auch ein Denkmal für den Künstler, das ihn bei seiner Arbeit porträtiert. Isaac Levitans Präsenz in der Stadt trug wesentlich zu ihrer Renaissance bei. Bloß ist bis heute ein eher stilles Städtchen, dessen besonderer Wert in seinen beeindruckenden lebenden Gemälden begründet ist. Die wichtigste Straße der Stadt ist die Uferpromenade. Hier war früher das gesamte Geschäftsleben konzentriert. Die Uferpromenade zieht sich über fast 2 Kilometer das Wolga-Ufer entlang. Das kleine Steinhaus, in dem Levitan während seiner Aufenthalte wohnte, befindet sich ebenfalls an der Uferstraße. Dort mietete seine Begleiterin, die Künstlerin Sofia Petrovna Kuvshinnikova, ein Zimmer. Heute beherbergt dieses Haus das Levitan-Museum. Sofia Petrovna begleitete Levitan mehrere Jahre lang auf seinen Reisen nach Bloß. Heute ist ihr Name ein eigenwilliges Markenzeichen der Stadt. Im Café von Sofia Petrovna Kuvshinnikova wird das Lieblingsgebäck von Levitan nach überliefertem Rezept angefertigt. Es ist schwer, Bloß als eine Stadt zu bezeichnen. Dort leben heute nur 1796 Menschen. Die heutige Entwicklung der Infrastruktur des Tourismus in Bloß fügt dem historischen Bild der Stadt keinen Schaden zu. Die Stadt Bloß steht in ihrer Gesamtheit unter Denkmalschutz. Dabei entstehen neue private Hotels, in denen die Gäste aus nah und fern herzlich empfangen werden. Den Touristen werden dort moderne Bequemlichkeiten und der Komfort in der Atmosphäre der gemütlichen alten Zeiten angeboten. Heute ist die kleine Kaufmannsstadt an der Wolga ein beliebtes Ausflugsziel innerhalb des sogenannten Goldenen Rings. So nennt man alte russische Städte, die sich rund um Moskau befinden. Es ist eine der schönsten und malerisch gelegenen Kleinstädte an der Wolga. Die Anfahrt von Moskau nach Bloß mit dem Auto dauert etwa 6 Stunden. Die Touristen kommen auch mit dem Schiff. Die großen Wolga-Kreuzfahrtschiffe legen am kleinen Hafen an. Ein Besuch lohnt sich, denn Bloß ist wirklich ein Inbegriff einer naturromantischen Kleinstadt-Idylle.